Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Ich bin's mal wieder mit einer kleinen Review heute. Und ich hatte sehr viel Glück. Mein Teammate vor Schuhe, auch Sponsor des heutigen Videos. Dankeschön, Schuhe, an der Stelle. Kuss geht raus. Der hat nämlich vor kurzem seine komplette Hardware gewechselt. Komplett. Von oben bis unten am Rig alles umgebaut. Und da ist was übrig geblieben. Und das wollte ich mir schon immer mal angucken, damit ich mir davon mal ein Bild machen kann. Denn das ist die Wheelbase, die die meisten Menschen empfehlen für den Einstieg, auch ich. Und ich hatte sie noch nie in der Hand. Und das kann ich jetzt ändern. Denn heute dreht sich alles um dieses wunderschöne Gerät, die CSL-DD von Fanatec. Und da gehen wir rein. Und wie immer, als erstes kümmern wir uns doch mal um den Preis. Was kostet denn die gute Stute? 399,85 € im günstigsten Bundle. Und dann gibt es ungefähr noch so eine große Liste an anderen Konfigurationen, bis du bei 799,85 € angekommen bist. Das heißt, die Preisrange ist doch ziemlich groß. Also das Kit, was ich jetzt hier habe, ist natürlich ein bisschen auseinandergeschlachtet, aber es wäre so ungefähr bei 550 €. Ich habe jetzt hier die CSL-DD mit dem Netzteil für 8 Newtonmeter und das Formula Wheel. Das Bundle gibt es so in der Form gar nicht mehr zu kaufen. Also für dich da draußen, wie gesagt, es ist eine Preisrange von 400 € aufgerundet bis 800 €. Alles dazwischen musst du gucken. Was ist denn jetzt so in der Box drin? Das kann ich dir leider gar nicht so wirklich sagen, weil der gute Schugi hat mir ein Westpaket geschickt mit 2 Dosen Gönnergy drin, einen Haufen Rewe-Gutscheine, warum auch immer, also so eine Coupons. Schugi arbeitet bei Rewe, ich glaube, er möchte, dass ich die Rewe-App benutze. Vielleicht ist das jetzt hier auch einfach so die kleine Werbung, die er damit platzieren wollte. Ich weiß es nicht, aber ich habe sehr gelacht. Was noch drin war, die Wheelbase war noch drin, das Netzteil war drin und das Lenkrad war noch mit drin. Und dann hört es bei mir auf. So wird das bei dir zu Hause natürlich nicht ankommen. Du kannst aber auf der Internetseite von Fanatec direkt nachgucken, was im Lieferumfang drin ist. Ich kann es dir hier leider heute nicht zeigen. Was ich dir aber zeigen kann oder worüber wir mal sprechen können, das ist die Qualität. Und das machen wir jetzt. Wie ist denn nur also die Qualität dieses Gerätes hier? Gut. Man muss dazu sagen, wir fahren hier aktuell noch auf dem Quick Release Version 1. Das ist wirklich sehr durchwachsen. Bei manchen Menschen keine Probleme macht, bei einigen Menschen Probleme macht. Der hier hat bei mir nicht keine Probleme gemacht. Außer eine Kleinigkeit beim Fahren, aber dazu kommen wir später nochmal. Und ansonsten ist das Ding relativ gut und robust gebaut. Wenn Schugi das mal ein bisschen besser eingepackt hätte. Denn leider Gottes ist das hier passiert. Hier ist nämlich ein bisschen was abgebrochen. Und leider Gottes ist hier vorne auch was kaputt gegangen. Und das kann man jetzt nur im Fanatec nicht anrechnen. Ne? Ist aber trotzdem ein guter Punkt, den ich hier gleich mit anbringen möchte. Wir haben hinten als auch vorne Plastikverkleidung dran. Das ist einfach Hartplastik. Ne? Du hast hier hinten deine Anschlüsse dran für das Ökosystem von Fanatec. Vorne hast du deinen Powerknopf dran. Und dann hast du hier noch deinen Schaft dran. Das ist wirklich sehr gut gebaut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Von der Qualität her würde ich sagen, es ist für 399 €, was das Bundle ja jetzt, ich nehme mal den günstigsten Preis, ja. Für 399 € ist das definitiv was Gutes, was bei dir ankommt. Und ich sag mal, das Plastik, was da jetzt dran ist, wenn wir das jetzt mal mit der Mosa R5 vergleichen würden, dann ist das Plastik hier definitiv ein bisschen weicher und es ist auch ein bisschen mehr Plastik dran. Kleinen Moment. Wenn wir das jetzt hier mal vergleichen, hier ist die Mosa R5, haben wir hinten auch ein bisschen Plastik dran. Ne? Aber wie ihr hören könnt, gibt es hier schon kleine Unterschiede. Und hier vorne ist kein Plastik drin. Also das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Man muss aber auch dazu sagen, dass die R5 teurer ist als die CSL-DD. Und irgendwo muss das Geld ja auch eingespart werden. Von daher, das ist absolut gar keine Kritik. Ich möchte dir nur aufzeigen, wo da die Unterschiede sind. Dazu habe ich noch das Formula Wheel gekriegt. Ehrlich gesagt, für den Preis vollkommen in Ordnung. Hab nichts wirklich auszusetzen, außer dass die Griffe, die sind Hartplastik. Und ich glaube, dass wenn du die wirklich sehr, sehr lange fährst und ein bisschen krampfst in den Finger, dass dir das auf kurz oder lang ein bisschen Schmerzen bereiten wird. Aber da kannst du dir in einem Sportladen für Tennisschläger solche Griffe holen und die hier rumbinden und dann ist das in Ordnung. Also von der Shifter her ist nichts Weltbewegendes, ist nichts Schlechtes. Es ist ein Magnetshifter und der tut, was er tun soll. Die Rotary Encoder
völlig fein. Die rotorige Kohle an Daumen finde ich ein bisschen sehr leicht. Also da kann man, glaube ich, wenn man mal so richtig im Geschäft ist, abrutschen und da was drauf machen. Und also wenn was drauf ist und man macht das aus Versehen, könnte das eine Problematik werden. Aber ansonsten hast du wirklich genug Knöpfe hier drauf. Und wie gesagt, die Griffe sind das Einzige, was man hier an der Stelle bemängeln kann von der Qualität her. Ansonsten ist das wirklich vernünftig gemacht. Es ist natürlich Plastik, aber wie ich gerade schon gesagt habe, irgendwie muss der Preis ja auch zustande kommen für diese Geräte. Es ist nicht top of the line, aber es erfüllt seinen Zweck. Und wo wir bei Zweck sind, lasst uns noch mal ganz kurz noch mal über Mounten sprechen. Weil beispielsweise bei der Mosa R5 gibt es nur die Möglichkeit, von unten zu mounten. Aber Fanatec war da an der Stelle ein bisschen schlauer und hat dir nämlich mehr Möglichkeiten gegeben als nur diese eine. Du hast jetzt also die Möglichkeit, bei der Fanatec DD hier unten dir die Nuten zu nehmen und das darüber zu mounten. Oder du kannst die ganze Sache aber auch von der Seite mounten und hast hier auch nochmal zwei Schlitze pro Seite und könntest dir die mit einem Side-Mount ranmachen. Was ich persönlich sehr schön finde, dass es da drin ist und du Alternativen hast und nicht nur von unten reinschrauben kannst. Jetzt haben wir uns das ganze Ding mal so angeguckt. Lass uns doch mal über das Force Feedback sprechen und dann sehen wir uns später nochmal wieder hier für das Fazit, Positives und Negatives. Also, rein ins Rig. Wenn wir uns jetzt mal die Software angucken, dann sieht die ziemlich simpel aus und alles ist da, wo es sein soll. Wir haben jetzt hier die CSL-DD drin. Man muss dazu sagen, das Bild passt hier nicht mehr, weil ich habe noch Quick Release 1 und da ist Quick Release 2 dran. Und du hast hier bei der Wheelbase, am Anfang kannst du ein paar Sachen einstellen. Und das ist nicht alles, was du hast, aber es wird dir geboten hier am Anfang und dir aufgezeigt, wo du die einfachen Einstellungen tätigen kannst, also die entschärften sozusagen. Dann kannst du hier deinen Force-Feedback-Test machen, du kannst dein Wheel centern, du kannst hier selber auch beim Wheel noch die Sachen konfigurieren, kannst hier gucken, ob deine Joysticks funktionieren, du kannst deine LEDs testen und das kannst du alles hier im Treiber machen. Für dich ist vielleicht noch relevant hier das Tuning-Menü. Da hast du dann die Möglichkeit, ein bisschen tiefer in die Settings reinzudiven. Hier kannst du dir auch verschiedene Setups zulegen, wenn du das möchtest. Ich habe jetzt hier in Setup 1 und Setup 2 mein iRacing und ACC drin. Möchte dazu auch extra nochmal anmerken, das sind die Standard-Settings, die Fanatec recommended hat. Da ich immer vom Hersteller die Informationen nehme, die er zu seiner Wheelbase rausgibt, um das damit erstmal zu testen. Das ist nicht immer das Beste, was es gibt. Wir machen aber in den Reviews das immer erstmal so, damit alle durch die Bank eine faire und gleiche Chance haben. Was bei mir leider nicht funktioniert hat, ist das Firmware-Update. Wie ihr sehen könnt, hier sind noch für das Steering Wheel und für den Quick Release gibt es noch Updates. Ich habe es einmal angemacht und habe 30 Minuten gebraucht, habe es abgebrochen. Dann habe ich es noch ein zweites Mal angemacht und es hat anderthalb Stunden gedauert und es stand die ganze Zeit nur Please Wait da. Irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert und ich habe es dann irgendwie aufgegeben. Die Wheelbase, muss ich gleich dazu sagen, ist direkt am PC dran mit einem USB-C-Kabel. Warum das nicht geklappt hat, weiß ich jetzt nicht genau und kann das auch nicht bestimmen. Und leider auch die Möglichkeit nicht gefunden, dass ich dieses sondern die Firmware updaten konnte. Hat jetzt nicht großartig gestört, also ich konnte trotzdem fahren, Force Feedback war da, alles war tippitoppi. Möchte ich aber nur kurz mal anmerken, dass das bei mir passiert ist. Und jetzt schmeißen wir uns mal in die Fahrtests rein. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal in iRacing an mit Geräuschtests und Fahrtests und wir gucken uns das in ACC mit Geräuschtests und Fahrtests an. Also, let's go. Lass mal eine Runde fahren mit dem Gerät hier. Autos an, wir sind wie immer in Trusty Spar unterwegs und wir testen mal los. Wie ist denn so das Force Feedback? Also, Curbs, schön, kann man sehr gut spüren, vibriert ordentlich, macht Spaß. Was haben wir denn noch so? Oh, wir haben hier wieder so dieses Übliche, was wir so kennen mit den schnellen Kurven, was wir auch bei anderen Wheelbases hatten bzw. haben, dass da ein bisschen was fehlt an der Stelle. Da fehlt so ein bisschen Detail. Also es ist da, aber auch nicht so wirklich. Die Curves sind wirklich sehr gut zu spüren. Und dann geht es mal rein in Trastio Rouge.
Oh, mir ist gerade aufgefallen, das Auto wollte ein bisschen ausbrechen. Das kam nicht so wirklich sehr, sehr gut zur Geltung. Aber man kann das, glaube ich, mit so ein bisschen Erfahrung ausgleichen. Hier haben wir schön das ABS gemerkt beim Anbremsen. Das ist schön. Curb spürt man hier auch wunderbar. Das kam sehr gut. Jetzt kommt wieder der große Test in Eau Rouge, weil Eau Rouge ist ja wirklich eine schnelle Kurve. Nö, hier ist mal wieder einfach gar nichts drin. Das fühlt sich wieder an, als wenn man Eau Rouge hochfliegt. Also wir haben zwischendrin, gerade wenn wir so Radillon hochfahren, merkst du ganz kurz ein bisschen die Straße, aber größtenteils ist das Freiflug. Und du hast nur den Widerstand drin. So, gucken wir mal, wie das hier läuft. Oh, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, okay. Das Curb hat man jetzt leider ein bisschen weniger gespürt. Aber das ist, liegt nicht grundsätzlich an der Wheelbase. Das haben andere Hersteller auch dieses Problem, dass ein ganz kleines bisschen Detail an gewissen Stellen fehlt. Oh, hier spürt man auch wieder alles sehr schön. Also von der Kraft her finde ich es wirklich mehr als nur ausreichend. Also die 8 Newtonmeter, die liegen jetzt an im Treiber. Und wir fahren in ACC ungefähr mit 80%, wo ich auch gerade sehe, dass wir ein, zwei kleine Clippings haben. Also man müsste wahrscheinlich noch so auf 70% runtergehen. Aber das Clipping hat jetzt nicht großartig was damit zu tun, dass hier zwischendurch ein bisschen was fehlt. Müssen wir gleich mal ein bisschen beobachten. Oh, das hat man so gut wie den Gegenpendler hat man sehr spät erst gespürt. Doch, die Wheelbase hat schon doch auf 80% immer noch Schwierigkeiten und geht auch gut ins Clipping rein. Da müssen wir gleich mal ein bisschen gegenwirken und das machen wir jetzt auch sofort, bevor wir Bus-Stop anfahren. Okay, den Gegenpendler hat man sehr, sehr schwer nur gespürt. Lasst uns mal ganz kurz noch ein bisschen runtergehen. Siehst du jetzt, wenn man, siehst du, 81% Gain hatten wir, gehen wir mal auf 70%. Machen wir mal die gute alte 69, ne? So, schauen wir mal, wie es jetzt in Eau Rouge aussieht, ob das Clipping wirklich so viel weggenommen hat an der Stelle. Bremsen wir noch mal an und fahren raus. Ja, jetzt sieht es ganz gut aus. Wir hüpfen zwischendurch immer noch mal ein bisschen ins Clipping rein. Okay, das ist sehr interessant. Wir sind jetzt bei 70% Pi mal Öhr. Das heißt, wir haben so, naja, 6 Newtonmeter, 7 Newtonmeter, so in die Richtung. Jetzt müsste man natürlich Mathe sehr gut sein, aber never do quick math in YouTube-Videos. Aber das werdet ihr mir bestimmt gleich in die Kommentare schreiben, bei wie viel wir jetzt sind. Behalten wir das mal im Auge. Nö, hier ist nix, hier ist was, jetzt ist wieder nix. Okay. Aber es war kein Clipping da. Nö, ich glaube so 70%, 69% sind wohl so der Sweet Spot. Wobei, wir könnten auch noch ein bisschen runterreden. Ich würde mal sagen, so 65-60% wären dann wohl das Ding. Aber das scheint erstmal ganz gut zu sein. Ich provoziere das gerade mal ein bisschen hier, dass das Auto ganz schwer rauszulesen im Vorspeedback, finde ich. Das hat übrigens das Problem, hat die Mosa übrigens auch. Das könnt ihr euch dann aber im Vergleichsvideo auch nochmal ansehen. Da werde ich da nochmal darauf eingehen, wie so die Unterschiede sind oder was die Unterschiede sind und wo es hängt und wo es nicht hängt. Also hier finde ich, also muss ich dazu sagen, ich benutze die Standard-Settings, die Fanatec jetzt empfohlen hat hier an der Stelle. Ja, also ich habe jetzt hier nicht fein getuned und fahre die jetzt hier so weg. Und da hat man wirklich Schwierigkeiten, so das Ausbrechen des Autos zu spüren. Und die schnellen Kurven fehlt ein bisschen. Gerade hier fehlt wieder so ein bisschen was. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Gummizug. Ja, so ein ganz kleines bisschen wie ein Gummizug. Also da es sich wieder zurückziehen möchte an der Stelle. Aber es ist trotzdem nicht verkehrt, muss man dazu sagen. Also ich vergleiche ja immer an der Stelle mit sehr hochwertigen Wheelbases Invicta, Simocube, ne? Weil das fahre ich jeden Tag. Und da kann ich euch immer nur sagen, was jetzt im Gegensatz zu diesen dann hier fehlt. Was die Wheelbase aber grundsätzlich nicht schlecht macht oder das Force Feedback schlecht macht, es sind bloß einfach kleine Informationen, die am Ende nicht wirklich sehr doll dazu beitragen, dass man nicht fahren kann. Weil die meisten, also gerade was so das Ausbrechen und Gegenpendler angeht, das machst du, hast du irgendwann sowieso im Urin, da achtest du nicht mehr so viel
auf das Force Feedback. Fahren wir jetzt noch mal in Orange rein hier und gucken mal. Die Kurve fühlt sich übrigens sehr, sehr gut an. An der Stelle, also du merkst halt auch, wie du da reinfällst mit den Vorderreifen und über das Körb fährst, das wird dir sehr schön wiedergegeben. Aber hier ist halt, ja, hier fehlt halt einfach was, hier kurz wieder da und ab hier geht's wieder. Aber gut, das Force Feedback ist in ACC wirklich nicht verkehrt, man kann damit sehr, sehr gut fahren und ich würde euch jetzt noch mal ganz kurz neben die Wheelbase legen und dann könnt ihr euch das Ganze mal in der Geräuschkulisse anhören, wie die Wheelbase so performt und was für Geräusche sie macht in ACC. Also Geräuschkulisse, wirklich spitzenmäßig, kommt nicht viel raus. Zwischendurch ist mal so ein mechanisches Geräusch drin, was ich nicht zuordnen kann. Also es ist jetzt nicht schlimm. Also es ist nicht sonderlich störend, dass das da ist. Aber es ist auf jeden Fall in der Wheelbase, gerade beim Anbremsen und in den schnellen Kurven, wenn das Auto wo runterfällt, dann merkt man das kurz im Wheel. Ich denke, wenn man Kopfhörer auf hat, wird man das nicht hören. Wo das herkommt, kann ich euch nicht sagen. Lasst mich mal gerne wissen an die Fahrer da draußen, die auch die CSLDD fahren, wie es bei euch aussieht, ob jetzt hier großartig bei euch auch dieses Geräusch auftaucht oder ob wir vielleicht bei den Settings was falsch gemacht haben. Was wir jetzt auf jeden Fall tun werden, ist, wir gehen in iRacing rein und fahren in iRacing auch nochmal auf Spar mit dem Mercedes. Also, lass mal rüber. Bevor wir jetzt in iRacing reingehen, haben wir die Möglichkeit, dass wir einfach das Setup wechseln. Das sind meine Settings, die ich jetzt hier benutze für iRacing. Die habe ich jetzt im Treiber mal geändert und dann hüpfen wir mal rein und drehen eine Runde auf Spar. Auch hier sind wir wieder mit dem Mercedes unterwegs auf Spar, damit wir einen guten Vergleich haben und ihr euch das auch immer vorstellen könnt, da wir generell ein paar mehr Wheelbases testen. Oh, hier gleich mal ein bisschen, oh, Gehengeleere kurz. Sehr komisch. Also es fehlt ein ganz bisschen was, aber jetzt sind wir voll im Einsatz. Oh, Auto ist da, wir haben Grip. Straße fühlt sich gut an. Jo, hier kommen wir spitzenmäßig durch. Was immer unten rum ist so ein ganz kleines bisschen, wo was fehlt. Aber, oh, aber Curbs kann man spüren, alles ist da. Straßeneffekte könnten ein bisschen mehr sein, aber die könnte man ja jetzt auch in den Optionen noch ein bisschen mit hochdrehen. Und der Rest ist auch prima, würde ich sagen. Curbs sind ein bisschen ruhiger, aber das liegt an iRacing. iRacing hat nicht so große und dolle Curb-Effekte im Vergleich zu ACC, muss man gleich dazu sagen. Hier hört man auch sehr schön den Motor arbeiten. Man kann hier, es geht bis unter die Pedalen, also bis unten in die Pedalen, da merkst du leichte Vibrationen. Was ich sehr schön finde, das ist immer ein nettes Gimmick, wenn die Wheelbase auch gleich noch ein bisschen was ans Rig überträgt. Aber gerade hier jetzt zum Beispiel in der schnellen Wechsel haben wir so ein bisschen, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir gehen von ganz, ganz stramm links auf nix und dann wieder ganz, ganz stramm rechts. Und ich glaube, da muss man sich erstmal am Anfang dran gewöhnen. Hier ist wirklich schön. Also man hat ordentlichen Gegenzug, man merkt, dass das Auto schnell unterwegs ist. Hier war gerade wieder ein bisschen Leere. Ja, hier kommt das auf jeden Fall besser rüber als in der ACC, was das Force Feedback angeht. Ich denke, hier sind die Standardeinstellungen dafür einfach ein bisschen besser gewählt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem ist dieser Effekt der Leere auch hier noch vorhanden. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Das haben andere Hersteller auch.
Und ich bin da immer ein bisschen picky, weil ich komme ja nun mal von anderen Wheelbases, die ich jeden Tag fahre. Und so kann ich euch immer am besten sagen, was an der Stelle, also worauf ihr verzichtet, wenn ihr euch beispielsweise so eine Wheelbase kauft. So, wenn wir jetzt hier reingehen, hier ist auch wieder nichts. Hier ist nichts. Leichtes Klacken drin gehabt. Oh, das hat man gar nicht gespürt. Ui, das hat man überhaupt nicht gespürt. Okay, da fahren wir gleich nochmal raus, wa? Da müssen wir Eau Rouge nochmal probieren, ob wir da ganz hoch kommen. Das ist eben das, was ich eben gerade auch versuchte euch zu sagen mit ACC. Es ist ganz, 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 ganz schwer, aus der Wheelbase und dem Force Feedback die Gegenpendler rauszuspüren, dass du frühzeitig agieren kannst, dass dir das nicht passiert. Der Rest ist wirklich super. Es ist sehr kraftvoll, Details sind drin. Es könnten für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei 8 Newtonmeter ein bisschen mehr Details drin sein, weil die Kraft ist ja vorhanden. Die sind sehr bedeckt im Hintergrund, würde ich mal behaupten. Also du merkst wirklich rabiate Kräfte, die da sind, und das ist auch sehr, sehr gut. Aber die Details könnten ein bisschen mehr da sein. Es wäre cool, wenn man die noch ein bisschen mehr aufdrehen könnte. Aber ich gehe ganz stark davon aus, wenn jetzt einige von euch da draußen diese Wheelbase ja auch fahren, dass ihr bestimmt Settings habt, wo man das noch ein bisschen höher drehen kann. Und ihr wahrscheinlich schon sehr viel Feintuning betrieben habt. Hier zum Beispiel im Vergleich jetzt zu ACC kann man sehr schön die Straße spüren. Du hörst auch den Motor hier in der Kurve arbeiten. Also du kannst richtig hören, wie er vibriert. Hier jetzt auch gerade. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen mit der Kurvenführung. Aber das werdet ihr beim Geräuschtest gleich hören, dass in iRacing die CSL weitaus mehr arbeitet als in ACC, in den schnellen Kurven. Also hier kann man das schon schön auch einschätzen, was das Auto in den sehr schnellen Kurven macht. Was mir sehr gut gefällt an der Stelle. Für den Preispunkt muss man ja immer dazu sagen, wir kaufen ja hier nicht ein High-End-Produkt, sondern das ist ja mehr so ein Einsteiger-DD-Markt. Ja, hier, also es ist wirklich schon gut, was es dir in der Kurve vermittelt an der Stelle. Und du kannst das schon sehr gut spüren. Schauen wir mal, ob wir jetzt nochmal in Eau Rouge durchkommen. Ohne große Probleme. Hier, das war wieder das, was ich vorhin sagte. Wenn du schnell die Richtung wechselst, hast du so ein... Ich weiß immer gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Als wenn du über so ein Ei rüberfährst, wisst ihr? Und dann hast du beim Ei ja ein etwas längeres Stück. Ich hoffe, ihr könnt diese Eselsbrücke irgendwie so ein bisschen verstehen. Dass so, wenn du so rum bist, dann macht es auf einmal so wupp. Also unten um diesen Punkt so wupp. Und dann geht's hoch. Und andersrum genauso. Gut, gucken wir mal Rouge. Oh, hier ist einmal nix. Ist aber auch ein Krimi, du. Ja, hier könnte wieder ein bisschen mehr Detail drin sein. Aber man muss wirklich sagen, dass ein iRacing, das Force Feedback, was die CSL dir mit den Standard-Settings gibt, wirklich gut ist und du damit arbeiten kannst. Ich würde jetzt mal den Geräuschtest machen, euch kurz neben die Wheelbase legen und dann kannst du dir mal reinziehen und hören, wie die Wheelbase denn klingt. So, jetzt hast du mal gehört, wie es in iRacing klingt. Jetzt am Ende des Tests konntest du nochmal dieses mechanische Klackern hören. Wie gesagt, ich kann euch nicht genau sagen, wo das herkommt. Es ist auf jeden Fall da und das solltest du wissen. Das kann natürlich aber auch daran liegen, dass dieses Gerät, was ich habe, schon 2 Jahre alt ist und ein bisschen in Benutzung ist und vielleicht sich das ein oder andere hier gelöst hat. Also ich habe es ja nicht out of the box gekauft. Also ich habe es nicht gekauft und komplett neu hier angebaut. Ja, du, was ist denn jetzt Positives und Negatives zu sagen? Positiv möchte ich anmerken, dass Fanatec es wirklich geschafft hat, für dich, für den Geheimgebrauch, für einen adäquaten und günstigen Preis, dir so eine DD nach Hause zu bringen.
und das auch immer noch keine Konkurrenz hat. Also selbst wenn wir das Moser, das günstigste Moser-Bundle nehmen, sind wir bei über 500 Euro unterwegs, ohne irgendwelche Rabatte. Für 399 Euro kriegst du Pedale, Wheelbase und Wheel nach Hause. Das ist unschlagbar. Und auch das sage ich seit vielen, vielen Monaten, dass dieses Bundle unschlagbar ist. Jetzt bin ich selber gefahren und muss bis dato auch sagen, dass das, was ich immer gesagt habe, auch so stimmt und eintrifft. Du wirst für 399 Euro nichts Besseres finden. Kein Logitech Wheel und auch kein Thrustmaster Wheel kann damit mithalten. Denn Logitech hat erstens Zahnradantrieb drin, was ich euch wirklich nicht empfehlen würde, das zu kaufen. Außer du kriegst das wirklich irgendwo für einen 50 oder so geschossen, dass du dir das von einem Kumpel irgendwie ausleihen kannst oder sonstiges dergleichen, dann ist alles cool. Aber wenn wir von Neuware reden, ist das hier das Ding zum Einsteigen. Was ich weiterhin auch sehr positiv finde, ist, dass Fanatec über die Jahre es hingekriegt hat, ihren Treiber weiterzuentwickeln und ihn schöner zu machen und ihn einfacher zu machen. Wenn ich mich daran erinnere, wie es vor 2,5 Jahren ausgesehen hat, oder 3 Jahren fast mit meiner DD1, hätte ich wirklich einen Brechreiz kriegen können, denn da hat wirklich fast gar nichts funktioniert. Hallo, Katze. Ey. Nee, nichts mit Platz zu essen. Was man definitiv auch hier an der Stelle positiv anmerken muss, ist, dass Fanatec einen sehr weiten Weg gegangen ist mit ihrem Treiber. Wenn ich mich an die Inbetriebnahme meiner DD1 erinnere, war das definitiv ein absoluter, haarraufender, stressiger und nicht so spaßiger Prozess, wobei das hier gar kein Problem war. Installiert, angemacht, eingestellt, losgefahren. Das Einzige, wie ihr auch gesehen habt, wie ich jetzt nochmal erwähne, war die Firmware, dass das nicht funktionierte, warum auch immer. Ich habe auch keine Lösung dafür gefunden. Aber das hat mich nicht daran gehindert zu fahren. Den einzigen negativen Punkt, den ich jetzt anzumerken habe, wäre das Lenkrad und die Griffe. Ich würde mir bei dem Preis irgendwie ein bisschen mehr Gummi wünschen. Ein ganz kleines bisschen mehr. Weil, naja, ich sag mal so, andere haben es auch hingekriegt. Fanatec, das kriegst du auch hin. Iteration 3.0 vielleicht ein bisschen was Schöneres, weil so auf Dauer, wenn man das ein bisschen länger fährt, ist das nicht so schön in der Hand. Und das ist das Einzige, was ich negativ zu diesem Bundle sagen kann. Und mehr habe ich dazu wirklich nicht anzumerken, weil das war wirklich gut zu mir. Nicht so wie Hermes, die zum Paket nicht so gut waren. Also was ist denn jetzt mein Fazit zu CSLDD? Ist ein Banger. 399 Euro ist das Bundle, was du kaufen kannst für den Einstieg, wenn du dir Neuware holen möchtest und nicht bei eBay Kleinanzeigen eine T300 oder eine Logitech Wheelbase ziehen würdest. Wovon ich dir grundsätzlich abraten würde, außer du machst wirklich super, super krasse Deals mit 50 Euro, 100 Euro, 150 Euro, sowas in dem Dreh. Wenn du eine Neuware kaufen willst, ist das der beste Einstieg und hat auch aktuell keine Konkurrenz. Selbst eine Moser R5 mit über 500 Euro für das Bundle kommst du nicht an den Preis ran. Und damit würde ich das Ganze auch abschließen. Und Fanatec hier an der Stelle mal ein Lob aussprechen, dass ihr in dem Preissegment so ein Ding hingestellt habt und das auch außer Konkurrenz ist. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du dir das angeschaut hast. Ich freue mich sehr auf die Kommentare und ich freue mich auch sehr darüber, wenn du mir einen Daumen hoch oder runter da lässt, je nachdem, wie es dir gefallen hat. Und dann möchte ich mich bei allen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank, dass du diesen Kanal und diese Reise unterstützt. Und an alle, die sich das grundsätzlich immer ansehen, kommentieren und liken oder disliken. Auch, denn ihr unterstützt diesen Kanal auch. Kleine Randnotiz. Dienstag bis Sonntag gibt es bei Twitch mehr Livestreams. Geht meistens so um 14 Uhr in dem Dreh los. Und ich würde mich freuen, wenn ich dich da mal begrüßen dürfte. Schau doch mal vorbei, sag mal Hallo. Und dann gucken wir mal, was wir so aus unserer Kennenlernphase machen. Lass dir gut gehen. Vielen Dank für alles. Bis den Dansen. Tschüssikowski.